Vor wenigen Tagen meldet die irakische Armee, sie habe 90% von Mossul wieder in ihrer Gewalt. Oder zumindest das, was von der einstigen blühenden Millionenstadt nach den Kämpfen übrig bleibt. Die sogenannten befreiten Gebiete bestehen nur aus Ruinen und zerstörten Straßen. Ein menschenwürdiges Leben ist hier derzeit nicht möglich. Am Sonntag verstärkt die irakische Armee das Bombardement auf die letzten Stellungen des sogenannten Islamischen Staates im Nordwesten der Stadt wieder. Sie bereitet damit ihren Einmarsch in den Stadtteil vor und wollen damit die Altstadt von Mossul endgültig einschließen. Die Eliteeinheiten des irakischen Innenministeriums teilen mit, sie hätten wieder einen Stadtteil vollständig eingenommen und schießen einen weiteren derzeit sturmreif. Dicke Rauchsäulen steigen in den Himmel. Anhaltendes Gewehrfeuer ist zu hören und das Echo von heftigen Explosionen. Mit der Zunahme der Kämpfe gibt es auch einen neuen Flüchtlingsstrom von Einwohnern der aktuellen Frontlinie. Diese Menschen schließen sich den 435.000 Bewohnern von Mossul an, die bereits aus dem Westteil der Stadt fliehen, seit die Armee im vergangenen Februar ihre Offensive auf West-Mossul beginnt. Das Gebiet, das der sogenannte Islamische Staat noch hält, soll mittlerweile auf 12 Quadratkilometer geschrumpft sein. Das Ziel der irakischen Armee und ihrer amerikanischen Verbündeten ist es, die Terrorkämpfer vollständig zu vernichten, bevor am 27. Mai der Fastenmonat Ramadan beginnt.